Oh, hier ist ein... Ach, vergessen wir wieder den Namen. Ja, Explosionskreeper. Hier ist eine Dschungelkatze. Was braucht die Karotten? Ocelot braucht Fisch. Holy shit, ist die schnell. Ja, musst du nicht mit... Du, pass auf, du sneakst hier an sie ran. Was ist die? Was ist die? Womit kann ich sie locken? Fisch. Als ob ich einfach so einen Fisch einfach habe. Ja, warum nicht? Junge, 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 das war ich. Ich hab ein Seil, geht das auch? Boah, ich weiß es nicht. Kannst du tryen? Wo ist die? Nein! Rechtsklick! Rechtsklick, rechtsklick! Nicht schlagen, die Katze! Hör auf, rechtsklick! Wie ist die Range? Ganz nah dran, du hast sie! Hab sie! Zieh sie zurück in dein Haus! Das ist wieder einer dieser Momente, der einen glücklich macht, Alter. Ist das ein Osmerild oder eine normale Katze? Os... Wie heißt das? Keine Ahnung. Die seltene Dschungelkatze. Osmerild, oder? Schreibt jemand. Omerid, Alter. Es ist ein Omerid. Alter, die hat richtig Angst, die Katze. Die möchte überhaupt nicht in die Kuhherde geschmissen werden. Es ist tatsächlich ein Osmerid, wie du gesagt hast. Es ist falsch. Ocelot. Ocelot heißt es, Bro. Sag mal, was können wir heute machen? Was ist sinnvoll? Was fordert, ist aber nicht zu schwer. Ich würde sagen, save das Dungeon, Digga. Ich würde sagen, das ist easy. Das Dungeon, das können wir klappen. Was ist jetzt nochmal genau ein Dungeon? Ein Dungeon ist so, wo so Boss-Mobs drin sind und sowas. Da gibt es Schwamm. Schwamm gibt es sonst nirgendwo. Hi. Bei Atlantis meintest du, ne? Ja, so genau, so ein Unterwasser-Ding, ja. Dafür brauchen wir meine Unterwasser-Tränke, die ich schon bereits hergestellt habe, ne? Hast du, sind das 8-Minuten-Tränke? Ja. Okay, wie viel haben wir davon? Tränke. Genug. Ja, okay. Oh. Alter, ich hab genießt. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie genießt, glaube ich. Alles klar, Digga. Ich hab noch nie genießt. Das ist unglaublich selten. Max, Junge. Hast du mich irgendwann schon mal niesen gehört? Auf keinen Fall. Ich hab mich gerade echt selber erschrocken, was das ist. Hier sind Mini-Zombies. Wie viele? Oh, Scheiße, ich bin tot. Soll ich dir... Ich kann dir jetzt nicht helfen, komm. Ich bin... Ich hab 2 HP. Christus, ja, ich kann nicht zu dir kommen, Bro. Oh, du bist schon wieder... Meine Fresse! So, Max, ich komme jetzt zu dir. Bin ich hier sicher? Ich muss dich mit Eisenerz zubauen. Holy F***, da ist ein Spawner. Ein Zombie-Spawner oder was? Ich hoffe nicht. Ist da einer? Doch, wenn da einer ist, ist das richtig lucky, Digga. Ist das ein Skelett? Waren das Zombies oder Skelette? Zombies, ganz viele Zombies. Oh, das wäre stark. Das wäre richtig stark. Ich höre sie direkt neben mir. Ich sehe deinen Namen schon, Die Leute sind mega begeistert, no joke. Ich würde das einfach so feiern, wenn du jetzt hier gleich einfach ankommst und die tötest. Ich hör's. Hä? Von wo bist du reingekommen? Das ist ja wieder genau der Moment, Alter. Der kommt direkt. Von wo bist du reingekommen? Warte mal ganz kurz. Ich muss noch gerade... Kannst du mich gleich retten? Ja, das wollte ich gerade machen. Würde ich abbauen, wenn ich du wäre. Und dann würde ich das mit Holz aufrichten. Essen habe ich immer genug. Du kannst hier mal schön alles clear machen. So, wo ist in deinen Augen der Spawner? Ich bring dich dahin. Und wo ist in deinen Augen das Eisen? Hast du mir Iron Leggings gebracht? Ja. Achtung, Max, Creeper. Oh, man. Ist down. Oh, man. Nicht, dass er explodiert, ne? Warum? Warum soll er nicht explodieren? Wäre das dann schlimm? Dann ist meine Basis kaputt. Noch ein Creeper bei dir? Oh! Könnte... Max, wo sind die Dias? Ja, es sind 7 Stück, okay? Geil, oder? So, guck mal, was ich da rausbekomme. Aus 7 mache ich einfach mal 16, Digga. Mehr als das Halt's Doppelte. Halt's Maul, Digga. Was, gib mir mal deine Waffe. Boom, Junge. Nee, auf keinen Fall. Auf Nur, keinen dass ich Fall. Weiß, wie sie heißt. Die heißt, Diamanten-F***. Max, hinter dir! Alter! Uiuiui! Maxi! Das warst du. Das war ich nicht. 100 Pro, da war kein Das war Gegner. Ich nicht, Alter. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Komm jetzt hier, ab dafür. Er war sau schnell erwischt. Ich bin mittlerweile Pro. Ja. Das passt. So, Max, wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Weiß ich. Du gehst falsch. Nee, ich gehe richtig. Ich gehe da, wo ich herkam. Ja, okay. So kann man auch gehen. Ist ein Umweg, aber geht auch. So, das war's jetzt hier, unsere Expedition. Nee, Digga, wir machen jetzt nochmal irgendwie hier gucken, dass wir nochmal ein paar mehr finden. Ich habe den Ausgang gefunden. Wo bist du? Ja, wo ist der? Wo ist der Ausgang? Ey, lass doch zum Spawner gehen, wo ich meinte, wo es so heftig ist. Komm mit. Da ist kein Spawner, Bro. Doch, da oben. Doch, komm. Wenn das wirklich ein Spawner ist, Digga, war da Cobblestone? Cobblestone? Ja. Ja, komm mit. Das war oben. Wir müssen nach oben. Alter, halt's Maul, du lachst jetzt nicht. Weißt du, warum ich das nicht abbaue? Das Geräusch. Weißt du, warum ich das nicht abbaue? Ja, erzähl's mir. Weil ich falscher Weg, Schütte. Weil ich Angst habe, dass wenn ich was abbaue, dass da Lava rauskommt. Hä, aber doch nicht hier. Hier war ich. Guck, hier habe ich mich zugebaut als der, Und hier ist der Spawner? Nein, er ist hier oben gleich. Hörst du ihn schon? Es ist ein Zombie. Hier hoch, komm. Ich lauf vor. Oh. Wieso kämpfst du auch nicht? Erstmal alles ausleuchten, dass ich erstmal einen Überblick habe. Oh! Bogenschützen. Bogenschützen. So, wo ist hier der Spawner? Hier waren eben 4 Dings auf einmal. Der muss hier irgendwo sein. Aber Max, es kann einfach sein, dass die im Dunkeln gespawnt sind, ne? 4 Stück auf einmal? Ja, sie ist besonders. Hier ist überall Metall. Wir müssen Metall mitnehmen. Wir haben Metallmangel bei uns in der Basis. Das ist aber Kohle, was du gerade abbaust. Das weiß ich ja. Das tun wir ja auch nicht, aber das bringt ein bisschen XP.
gerade irgendwo Metall im Dunkeln gesehen. Das ist so. Was denn? Nee, ich find's geil. Die Höhle noch ganz groß, hier können wir so viel farmen. Pass auf, ich geh noch mal ein paar Dia-Strip mine, okay? Boah. Oder kann ich dich hier reinlassen? Nee, du bleibst hier. Guck, da unten ist Eisen, hol das mal bitte. Bro, hier sind überall Monster. Hier ist eine neue Höhle, hier waren wir noch nirgendwo. Ich hab Bogen, ich krieg so viel Damage, wieso krieg ich so viel Schaden? Nehmen wir mal an, ich würde sterben, weil jetzt einfach wie jedes Mal random 3 Explosions-Creeper direkt bei mir landen und einfach sofort in die Luft gehen. Ah, das ist scheiße. Würdest du schaffen, meinen Loot zu saven? Kommt drauf an, wo du bist. Auch 3 also würdest du sagen, es sind Explosions-Creeper oder normale? Also normale wahrscheinlich. Wo ist der Unterschied zwischen einem Explosions-Creeper und einem normalen Creeper? Ja, die Creeper explodieren halt. Ja. Aber ich weiß nicht, was ich meine. Und die Explosions-Creeper, was machen die? Die explodieren. Okay. Haben wir geklärt. Sehr gut. Ey, hier sind 3 Zombies. Kann das ein Spawner sein? Gibt es Zombie-Spawner? Ja, gibt es. Aber wenn du den Spawner... Guck mal, der Spawner ist... Den siehst du, wenn der Mossy Cobblestone ist. Dann ist es so Cobblestone, ne? Junge, hör mir zu. Hier waren 5 Zombies gekommen gerade. Das ist nichts Besonderes. Guck mal, wenn du Cobblestone siehst und da ist so Moos drauf, dann ist da ein Spawner. So, warte mal. Ich guck mal, das ist dieses Tutorial von diesem Ding, was mein Bruder mir geschickt hat. Du hast einen Bruder? Ja. Du nicht? Bist du Einzelkind? Ich habe auch einen Bruder. So habe ich noch nie ein Bild von deinem Bruder gesehen. Das. Wieso willst du denn ein Bild von meinem Bruder haben? Bisschen gruselig. Vielleicht sehr minderjährig, Max. Ja, weiß ich nicht. Hier ist ein Netherman. Schon wieder. Ein Netherman. Wie lange muss ich den Enderman angucken, damit wir Feinde sind? Der hasst dich direkt. Ich hab hier einen Netherspawn. Keine Ahnung, Mann. Ich guck mal in Stream. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist ganz normal. Riesig. Es leuchtet violett. Zeig mal. Es leuchtet violett. Ja, nein, wenn ich ihn angucke, attackt er mich. Geh doch mal dahin. Klipp das doch jemand mal bitte. Das ist ein Netherherz, schreiben hier die Leute. Was soll das sein? Das gibt's nicht. Es gibt doch keinen. Verarschen dich auch einfach. Es gibt doch keinen Netherman, Alter. Wer ist denn der Netherman, Junge? Ich werde die ganze Zeit. Guck doch hin. Digga, ich hab's gerade gesehen. Da ist kein Netherman. Den gibt's nicht. Max, das ist ein Enderman. Das ist ein Enderman, Alter. Alter, das ist ganz normal. Warte mal, wenn die Fackeln aus sind und ich komme hier so um die Ecke und sehe so ein... Ja, doch. Es sah krass aus. Es sah nach was richtig, richtig Heftigen aus. Das wäre ein Portal oder sowas? Ja, voll. Wie alt ist denn dein Bruder? Mein Bruder ist 18. 19 jetzt. 19. Hast du mal ein Video mit dem gemacht? Nee. Nie? Warum? Weiß ich nicht. Interessiert die Leute bestimmt. Hast du Geschwister? Ja. Hast du mit denen schon Videos gemacht? Ja. Echt? Ja. Da war schon 2 Jahre gefühlt her. Warum machst du jetzt nicht mehr? Wollen die lieber im privaten Leben? Nee. Haben deine Geschwister noch Kontakt mit dir? Ich habe einen Bruder. Hat er noch Kontakt mit dir? Ja. Wie alt ist er? 21. Wieso hat er noch Kontakt mit dir? Das ist halt die Frage, ne? Findet der cool, was du machst? Ja. Ist der ein Trimax-Fan? Ah, weiß ich nicht. Und will der kein YouTube machen? Keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal, aber nicht mit Gaming. Der hat jetzt schon seinen Bachelor und macht 2 Master und ist Jahrgangsbester. Also irgendwie, das war vielleicht was zum Thema Wissen irgendwann. Komm, immer was machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Heutzutage macht ja alles Sinn, wenn man YouTube hat. Selbst wenn du nur eine kleine Firma machst. Selbst wenn du nur ein fucking Bäcker bist, kannst du das gefühlt schon vloggen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wieso machst du keinen eigenen Backwarenshop? Nee, ich bin kein Bäcker. Warum nicht? Ich kann überhaupt nicht backen. Du? Hast du schon was gebacken? Oh, du bist bestimmt so ein guter Koch. Jeder Veganer ist ein guter Koch. Darf man das Vegetarier sagen? Ja, kann man sagen. Ist ja ein Kompliment. Ja, kochen kann ich. Das finde ich relativ nice, was ich immer so mache. Ja, wie ist bei dir? Kochen ist gar nicht so. Ich bin extrem gut im Grillen, dafür bin ich bekannt. Weil Grillen ist ja auch, wenn man den Grillen schlägt, ist man echt ein Grillen ist ja auch echt easy life. Grillen ist halt nicht easy. Wenn du so ein schönes Filetsteak hast und das perfekt medium englisch gemischt haben möchtest und das auf die Sekunde richtig hinkriegst. Das heißt, also du sagst mir, du bist gut im Grillen und weißt nicht, dass es medium rare heißt. Digga, sogar ich weiß das als Vegetarier. Ja, es kommt ja drauf an, kann man beides sagen. Grillen ist nicht leicht. Viele sagen sogar, Grillen ist die Königsdisziplin. Finde ich nicht. Also es ist sicherlich schwierig, aber ich glaube, Ort Cousine oder sowas ist definitiv schwieriger, oder? Ich weiß nicht. Es regnet, nervt. Nervt. Oh! Max, Mann! Digga, was ist passiert, Alter? Das war ziemlich close bei uns. Ich verstehe auch nicht, warum hier so viele Leute spawnen. Leute? Hier keine Leute. Wer buddelt denn hier so viel? Kein Wunder, dass hier Leute spawnen, wenn man so viel ausbaut. Es spawnen hier auch keine Leute, Alter. Das ist ein Monster. Ah, du weißt, was ich meine, so. Absolut nicht, nein. What the f***? Was denn? In meiner Weizenfarm, unten drinne, ja, sind 3 Explosionscreeper. Scheiße, Alter. Auch direkt 3 Stück, ne? Wenn es halt normale Creeper wären, wäre alles fein, aber es sind halt immer die Explosionscreeper, Max. Das ist halt das Schlimme. Eine Katze ist gerade bei dir reingelaufen, Max. Die ist bei dir im Haus drin, ne? Nope, abgelehnt. Ich habe sie getrappt in deiner Geheimniskiste. Du hast jetzt eine Katze, Max? Weiß ich nicht, ob ich die haben will. Doch. Bist du Katzenfan oder eher Hunde? Hunde. Ganz klar Hunde, oder? Ganz klar Hunde. Keine Diskussion in meinen Augen. Katzen? Katzen sind auch nice, so. Ich kenne viele Leute mit Katzen. Es ist cool, aber ich weiß nicht, eine Schildkröte ist auch cool und manche haben super viel Spaß dabei. Fische zu haben, sind alles solide Haustiere, aber ein Hund ist ein Hund, Digga. Da kannst du ist das Geilste, Digga. Ein Hund ist einfach die Königsdisziplin von einem Haustier, das kommt schon fast ein Kind gleich. Ja.
Kann das sein, dass du von einem Netherman angegriffen wirst? Ich werde nicht von einem Netherman angegriffen, nein. Warum? Weil ich ihn die ganze Zeit höre. Die werden immer mehr. Junge, was hast du eingestellt? Du verarschst mich. Max, ich habe gar nichts eingestellt. Wie kann ich dir helfen? Was passiert schon wieder in deinem Universum gerade? Was ist da gerade los? Erzähl's mir. 12 Zombies, du hast irgendwas eingestellt. Findest du das jetzt witzig? Mein Gott, die sind hier überall gespawnt, Alter. Ich kann da nichts für. Das passiert halt. Ich war das nicht. Ich spawn nicht irgendwelche Zombies einfach. Wie soll ich das denn machen? Ich werde jetzt einen Explosionscreeper in den Leuchtturm reinführen und ihn da explodieren lassen. Machst du nicht, das? Alter. Hör mal auf, Digga. Das ist random, was hast du eingestellt? Die kommen dauerhaft. Ich hab so nichts eingestellt, Max. Mein Gott, die spawnen einfach. Das ist die Mechanik von denen. Dauerhaft. Ja? Es kommen immer mehr. Ja, guck mal, mich kotzt. Das ist ein Raid oder was? Meine Fresse. Leute, diese Mobfarm hier ist eigentlich super derbe simpel. Und die könnt ihr echt easy zu Hause auch nachmachen. Aber das Ding ist halt... Ich suche seit 10 Stunden eine Aufgabe für Warzen. Und dann lese ich Warzenblock, aber es gibt ihn nicht. Es gibt einen Warzenblock. Alle schreiben doch... Warzenblock? Gibt einen Warzenblock? Lol, gibt es? Bruh, never heard of that. Tatsächlich. Dann gönnt ihr rein. Alter, jetzt... Das ist so funny, Digga. Dass du halt wirklich geschafft hast. Alter, der ist ja sauschwer zu bauen. Oh mein Gott, braucht man da viele Warzen für. Meine Warzen haben eine Aufgabe. Wie geil. Deine Warzen haben eine Aufgabe. Ja, endlich. Geile Sprüche. Wofür habe ich denn über Jahre hinweg so viele Warzen irgendwie angeschafft? Guck dir alleine mal an. Würdest du mir ganz kurz eine Frage beantworten? Wo hast du denn die meisten Warzen so? Hier im Keller. Also mehr so im Intimbereich, sagst du? Wenn du das so sagen möchtest, ja, doch. Okay, gut, passt. Also unglaublich viele Warzen. Ja. Wie viele sind das? Sind die verhornt? Ich würde schon so 300-400 Warzen sagen insgesamt. Ich habe noch was in der Kiste. Nee, dann habe ich noch mehr Warzen. Deutlich mehr Warzen. Also dann würde ich schon so auf 600 Warzen kommen. Ja, oh nice. Ich hätte nicht gedacht, dass du damit irgendwann noch was Sinnvolles machst. Bin echt überrascht. Ich sag dir ein Fun Fact. Ja. Du kannst über alles drüber crouchen. Ja. Außer über Seelensand. Stimmt's? Kann man da nicht drüber crouchen, also nicht kriechen? Dass du sozusagen nicht runterfällst. Kannst von keinem Rohstoff runterfallen, von keinem Block, außer von Seelensand. Das weiß ich nicht. Habe ich im Ladescreen gelesen. Echt jetzt? Bist du dir sicher? Was hast du dir für ein Texture-Pack runtergeladen? Wer hat dir das erzählt? Stimmt das? Ich weiß es nicht. Nie gehört. Vielleicht fängt das Game auch an sich jetzt an, dich zu trollen, weißt du? Probier's doch mal. Ich probier's mal. Also, ich drücke mal U und W. Und dann gehe ich nach vorne und ich falle nicht runter. Dann laufe ich außen rum. Ich drücke immer noch U. Ich drücke U. Nee, stimmt nicht. War eine Lüge. Bist du dir sicher, dass du es im Ladescreen gelesen hast? Ich war einfach schon wieder verarscht. Wer hat denn dir das erzählt? Das Game? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Jetzt bin ich verwirrt. Keine Ahnung. Oh, Max, Alter. Ist geil. Ist nice. Kann ich mir das, was du da gemacht hast, angucken und einfach stumpf nachbauen? Würde ich das schaffen? Nee. Hier jetzt gerade zu bauen, sowieso nicht. Ich würde jetzt erstmal die eine fertig bauen, bevor du jetzt hier irgendwie hinkommst und das nachbaust. Aber tendenziell kannst du auch später nachbauen, ja? So, Leute, jetzt haben wir schon mal den Part, dem automatischen Bambus-Gefarme, fertig. Ich würde sagen, meine Freunde, wir sind damit voll raus.